keine Schleusen mehr, keine Brücken mehr. Nur noch das offene Meer. Und wir haben gerade, wir sind seit 3 Stunden im Hafen, aber wir konnten einfach nicht mehr abwarten. Wir haben den Mast gestellt. Nächster Tag ist angebrochen. Der Mast steht immer noch zum Glück. Wir haben jetzt gerade die Wanden festgemacht und wir haben eine Sache vergessen. Deswegen muss ich gleich in den Bootsstuhl und da hoch. Es ist ein bisschen windig. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Und sonst hoffe ich, dass ich ins Wasser falle und nicht hier auf die Keimauer. Auf jeden Fall ist das die eine Leine für das Vorsegel, für die Fock, hängt da oben fest. Deswegen muss ich da hoch. Und sonst haben wir auch alles schon ready gemacht. Wir haben einmal das Großsegel gesetzt, den Baum festgemacht. Es kann also eigentlich so bald losgehen mit Segeln. Heute Abend, morgen früh, mal schauen. So Leute, wir haben jetzt die Fock auch eingesetzt und man glaubt es kaum, wir bewegen uns gerade fort und der Motor ist aus. Ey, nein, was? Wie machen wir das? Wie machen wir das? 3 Knoten! Drei Knoten mit der Fock. Wir sind gerade noch auf diesem Kanal, der uns in diese Bucht führt vom Hafen aus. Und nach der Bucht kommt dann wirklich das offene Meer. Mal schauen, wie weit wir heute wollen. Wir wollen auf jeden Fall heute zurück zu unserem Hafen. Und dann jetzt jeden Tag immer mal ein bisschen rausfahren und alles austesten. Bis jetzt läuft es auf jeden Fall gut. Das ist so schön, dass es ruhig ist. Wow. Wir segeln gerade das allererste Mal. Es ist super schön. Wir haben heute Morgen aus Port St. Louis abgelegt. Wir sind jetzt das erste Mal so richtig auf dem Mittelmeer unterwegs, also offenes Meer. Jetzt haben wir uns eine Ankerbucht gesucht. Also wir sind so 7 Stunden gefahren. Wir konnten aber nur, ich glaube, 2 Stunden oder so davon segeln, weil es ist echt Flaute. Das war auf jeden Fall cool, also gut für den ersten Tag, so richtig segeln und so. Jetzt haben wir eine Ankerbucht. Gerade waren wir schon schwimmen. Es ist so unfassbar. Nein, das ist viel zu viel für uns. Wir sind so glücklich. Und jetzt steuern wir so langsam Spanien an, Barcelona und dann die Balearen.
Das wird übrigens unsere allererste Nacht vor Anker. Wir haben bisher nur einmal mit Fiete geankert und das war 2 Stunden lang auf der Weser. Ja, und jetzt machen wir direkt die erste Nacht hier auf dem Mittelmeer. Morgen geht's weiter nach Sette oder so. Also wir steuern jetzt so langsam Spanien an. Hinter mir geht die Sonne unter. Wir sind jetzt nach 7 Stunden Segeln in Sette angekommen. Wir haben ja schon viel gehört vom Mittelmeer und uns haben viele erzählt, dass das Wetter hier sehr wechselhaft sein soll und dass man immer schön aufpassen soll, dass man die Wetterberichte im Griff hat und so. Aber da wir letzte Nacht in einer Ankerbucht waren und gar keinen Empfang hatten, sind wir heute einfach so losgefahren und es wurde dann nach 3,5 Stunden doch noch ganz schön windig. Dann sind wir, also erst sind wir mit beiden Segeln gefahren und dann erstmal nur mit der Forken und dann nur mit dem Großsegel und letztendlich dann mit dem Großsegel und 2 Refs drin. Hat aber alles relativ gut geklappt. Wir waren kurz ein bisschen angespannt, weil Hiete immer ganz schön abgetaucht ist mit dem Bug. Aber wir haben es ja geschafft in den Hafen. Alles easy also. Jetzt sind wir hier in Sette. Das ist eine relativ beschaubare Stadt. Ist, glaube ich, bekannt für so Fischereibetrieb und so. Und der Hafen, der ist einfach mitten in dem Fischereihafen. Wir sind hier so heftig mitten im Geschehen. Ja, alles der noch da. Und ist doch da. Der da ist gerade die Familie. Thank you.
müssen die nächsten, ich glaube, 4 Tage oder so im Sette Hafen bleiben, weil der Wind ganz schön stark wird die nächsten Tage. Aber heute haben wir nochmal die Chance genutzt und gehen ein paar Stunden segeln und kehren dann aber wieder in den Hafen zurück. Wir sind gerade mit 4,3 Knoten unterwegs, bei 7 Knoten Wind. Wir sind ganz schön stolz auf uns. Ja, let's go. Wir haben jetzt endlich Sette verlassen. Unser Ankerspot für die Nacht ist safe. Anna klebt jetzt nochmal die Luke an, die beim Seegang kaputt gegangen ist. Wir sind hier vor einer Hafeneinfahrt. Kein Plan, ob wir hier liegen dürfen, aber bis jetzt kam noch keiner. Wir hoffen, uns schickt hier keiner weg.